Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder in meine Welt. Ganz schön lange her, dass ich das letzte Video gemacht habe, aber jetzt wird es mal wieder Zeit, ein bisschen rauszukommen. Deswegen habe ich mal wieder dieses alte Buch rausgekramt, das ihr kennt, 111 Orte in der Kurpfalz. Das ist keine Werbung, aber ich habe da schon den einen oder anderen Ort von besucht. Viele gab es auch so gar nicht mehr. Aber es ist immer ganz cool, ein bisschen die Umgebung kennenzulernen und euch mitzunehmen, ein kleines Abenteuer zu erleben. Deswegen gucken wir mal, wo es heute hingehen könnte. Okay, auf gut Glück. Die Hildbrandsche Mühle. Hollywood, wo bleibst du? Also zu den Details später. Was jetzt wichtig ist, ist es in Weinheim. Und ich muss irgendwie zum Bahnhof Weinheim. Wie ich da hinkomme, werden wir mal sehen. Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz von hinterher rein grätschen. Ich gehe mal kurz raus. Okay, folgendes. Zwischen dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufgenommen habe und heute, ist schon etwas Zeit vergangen. Und in diesem Zeitraum ist so irre viel passiert, dass ich jetzt einmal ganz kurz reingrätschen muss. Und zwar will ich euch sagen, macht bitte nicht so einen Ausflug. Nicht so, wie ich ihn da gemacht habe. Das war da noch nicht ganz so übersichtlich. Aber jetzt, Leute, flatten the curve, social distancing und so weiter. Bitte bleibt zu Hause. Guckt euch das Video an und gleich erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Ich habe mich mal damit befasst, wo wir hinfahren. Das sieht sehr stark nach einem Lost Place aus. Was das genau mit dem Ding auf sich hat, das erzähle ich euch dann, wenn wir da sind. Aber ich glaube, das kann eine ganz schön spannende Geschichte werden. Vor allem, wenn man mal da ist. Mal gucken, was da geht. Schon mal in Weinheim. Jetzt muss ich noch gucken, wo genau ich eigentlich hin muss und wie ich da hinkomme natürlich. Ich habe mir nur den Weg dahinter schon mal angeguckt, da kommt man nicht richtig durch. Ich will da schon näher dran. Das heißt, ich probiere mal den Weg. Ich glaube, der geht an dem Friedhof lang. Mal gucken, wie nah wir rankommen. Auf einem guten Weg. Kommen wir auf jeden Fall mal näher ran. Aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie wirklich drauf kann. Also zumindest aufs Grundstück meine ich. Wäre ja auch bestimmt illegal. Hier kommen wir schon mal nicht durch. Das ist irgendwie umgeben von irgendwelchen Privatgrundstücken. Ich fürchte, es wird nichts so richtig. Also für die, die so ein Video von mir noch nicht oft gesehen haben, versuche eigentlich immer das Bild, was in dem Buch drin ist, nachzustellen. Also zumindest ungefähr an den Punkt zu kommen, von dem das Bild aufgenommen wurde. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, hier ist ganz oft schon so viel passiert und so viel weitergegangen, dass es entweder die Orte gar nicht mehr gibt, zu denen ich hier hinfahre, oder eben sich drumherum so viel verändert hat, dass man die Perspektive gar nicht mehr hinkriegt. Aber ja, mal sehen. Ich habe noch einen Ass im Ärmel. Oh je, ich bin jetzt schon einiges drumherum gelaufen quasi und ich fürchte, wir müssen es langsam beim Namen nennen. Da kommen wir nicht viel näher hin. Also, ich nicht. Ihr vielleicht schon. Ich glaube, so gut habe ich bis jetzt noch keins dieser Objekte hier umrundet. Das ist die Hildbrandsche Mühle. Also das da links ist die Hildbrandsche Mühle, das rechts ist ein Getreidesilo. Und von allen Plätzen war das jetzt irgendwie der beste, aber auch der
lauteste, den ich gefunden habe, um euch das Ding mal vorzustellen. Das hat nämlich Geschichte. Ist ein bisschen unklar, ob es 500 Jahre, 1000 Jahre oder 2000 Jahre alt ist. Scheinbar soll es aber bis auf die Römerzeit zurückgehen. Immerhin. Also, scheiß, Alter. Man hat Prägungen von dieser Mühle auf römischen Münzen gefunden. 1890, das sind dann die ersten Fakten, die auftauchen, hat diese Mühle der Familie Hildebrand, oder? Hildebrand gehört. Und die Gebrüder Hildebrand haben daraus ein Wunderwerk gemacht. Das war die erste vollautomatische Mühle der gesamten Welt. Hier, irgendwo in Wiesloch. Nein, in meiner. Das links war die Mühle, das rechts das Silo. Und die haben in dieser vollautomatischen Mühle bis zu 10.000 Säcke Getreide aus den USA teilweise und auch teilweise aus dem Russland importiert, haben die da gemahlen. 10.000 Säcke. Um 1890. Mich würde interessieren, was da jetzt mit geschieht, weil offensichtlich passiert da ja was. Da wird was gebaut, da wurde was abgerissen in den letzten 8 Jahren. Naja, das wäre noch interessant zu wissen. Vielleicht komme ich ja einfach mal irgendwann wieder her und dann gucken wir, was hier draus geworden ist. Oder ob das Ding einfach in sich einstürzt. Sorry für dieses abrupte Ende, ab diesem Zeitpunkt habe ich noch recht viel Quatsch geredet, also Sachen, die jetzt einfach nicht mehr den Tatsachen entsprechen. Wichtig ist jetzt, dass wir versuchen, so wenig Kontakt wie möglich miteinander zu haben, damit die Ausbreitung vom Virus und mindestens 60% von uns werden das irgendwann gehabt haben, aber das darf nicht so schnell gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese 40%, die dieses Virus hoffentlich vielleicht nie bekommen werden, genau die Menschen sind, die es nicht bekommen dürfen. Also Immungeschwächte oder Krebskranke oder eben auch ganz einfach alte Menschen. Da seid eben ihr, auch wenn ihr nicht in der Risikogruppe seid, eben ihr seid die Einzigen, die es machen können. Deswegen bleibt zu Hause. Außerdem, und das hatte ich auch in der alten Version gesagt, hört auf, Sachen zu horten. Jetzt mal vor allem Mundschütze, Desinfektionsmittel und so weiter. Die meisten Sachen, die ihr da kauft, die bringen euch nichts. Die meisten Mundschütze, die ich sehe unterwegs, das sind welche gegen Bakterien. Die helfen euch nicht gegen Viren. Und es gibt wirklich Menschen, die brauchen die dringend und ihr kauft sie hinweg, ohne dass ihr euch damit irgendwie schützen könnt. Lasst den Quatsch. Lasst den Leuten die Sachen, die sie brauchen. Und lasst mir Klopapier. Bitte, ich habe nur noch 4 Rollen. Lasst mir Klopapier. So ernsthaft, wenn ihr darüber ein Video wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann erkläre ich euch mal sinnvolle Maßnahmen. Trotzdem, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen entführt aus dieser ganzen Corona-Zeit. Und ja, ich überlege mir was. Vielleicht mache ich noch ein paar Videos mehr, wenn ich nicht zum Notdienst eingezogen werde. Macht's gut.